Hallo liebe Zuschauer auf dem Kanal Garden Explorer. Ich habe heute was ganz Interessantes für euch und zwar hat es gestern der Stefan mitgebracht und er hat gemeint, er ist halt im Wald spazieren gewesen, hat dann halt das gefunden und er wusste gar nicht genau, was das halt sein könnte. Er meinte, das sieht ein bisschen aus wie so eine geschälte Orange oder so eine verschimmelte Orange, aber dass es halt auch ein Pilz sein könnte. Und ich habe dann im ersten Moment halt gedacht, das ist vielleicht irgend so eine Bovistart oder so ein Wiesenbovist. Und dachte mir, es können halt auch ein Hexenei sein, ne, von dem Stinkmorchel. Und dann haben wir das halt mal aufgeschnitten, das zeige ich euch jetzt mal. Krass, oder? Das sieht man schon richtig, wie dann der Hut halt sich schon gebildet hat. Und dann halt irgendwann mal unter dieser Gallertmasse dann hervorbrechen wird. Krass, oder? Und das Besondere ist halt, das ist halt richtig groß. Also ich finde, das ist verhältnismäßig groß. Ich habe auch sehr kleine Hände, deswegen kommt es jetzt vielleicht nicht so rüber. Ja, und die zweite Besonderheit ist halt eben, dass das mitten im Mai so zu finden war. Ich finde das schon was Besonderes, oder? Also so im Herbst findet man ja öfter mal Hexeneier, aber mitten im Mai, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, und der Fund ist übrigens in Gerach gemacht worden. Und ich denke schon, dass der viele Regen in den letzten Tagen dann dafür ursächlich ist. Und ihr wisst ja, den Stinkmorchel, den kann man nicht essen, aber in dem Zustand als Hexenei könnte man den halt theoretisch, wenn man eben diese geleeartige Schicht entfernt, könnte man eben diesen Teilbereich in Scheiben schneiden und dann in Butter anbraten. Das essen manche richtig gerne, aber es ist halt so ein bisschen Geschmackssache, ne? Ja, das war's mit dem sehr interessanten Fund. Danke nochmal an den Stefan und macht's gut, liebe Zuschauer. Tschüss.